Ja, hallo da draußen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft in the Sea. Und mit mir heute wieder am Start und so bei Neuse. Hallo bei Neuse. Hallo. Grüße. Zumindest zwei raus, das ist schon mal gar nicht. Jetzt gibt es was Äußeres. Jetzt wieder zwei, okay. Du bist im Angler, habe ich gesehen. Ja, ich versuch's ja. Was brauchst du, was Ich versuche besonders? den Kugelfisch zu kriegen. So. Nicht so ganz mit den Reusen funktionieren. Das funktioniert schon, aber Ja, weil halt so viele verschiedene Fische drin genau, weil sind. es verschiedene Fischsorten halt gibt. Glaube ich gar, ich halte mal ein paar Mal die Angel in das Ding nochmal gucken. Problem ist halt, ich brauche einen Squid, um die eine Quest fertig zu machen, aber ohne Wasseratmung ist schwierig. Das war wirklich der Kugelfisch, gell? Ja. Ist es. Blöd. Der war sowieso immer ohnehin im seltensten ist. Ja. Aber wir könnten theoretisch mit einem Clownsfisch, Grimmaukugelfisch über Britannia. Ja, da muss ich einen Katalysator bauen, ne? Nee. Doch, doch, doch. Alchemie-Katalysator, genau. Ja, aber erstmal einen Clownsfisch. Ja, das ist ja die andere Seite. Die sind auch nicht so wirklich häufig Genau. anzutreffen. Eigentlich alles an. Backfarm. So. Donne auch. Geil, ich habe eine Schüssel geangelt. Oh, Atmos. Das ist gut. Glaube ich auch gut. Können wir gleich in den Ofen schmeißen. So. Rosinen sind am Laufen. War schon eine, ist sehr gut. Die auch. Da beißt was an. Rosine, Creeper, Atmosputer, Keks, wo noch? Doppelkeks. Kakaopulver, das habe ich aber noch. Den Seidetofu haben wir auch. Jetzt wäre wieder Brotteig. Ja.
Okay. Einmal. Oh je. Ich glaube, das ist echt. Schade, dass es den Autoangler nicht gibt. Ja, so ein ähnliches Gibbet, aber da brauchst du den scheiß Empower für. Viel Energie oder was? Ja, auch, aber du musst auch diese Geräte dafür haben, diese vier. Wie hießen die nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht. Vier so eine Charger sind das und in der Mitte steht so eine Art Altar. Und die müssen alle mit Energie gemacht werden. Okay. Das ist dieses Fishing-Net, so heißt das. Das brauchst du nur auf einen Block Wasser draufpacken, eine Kiste drüber, dann ist das im Prinzip so wie ein Autofischer. Okay. Aber da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von. Von diesem okay. Teil. Oder heißt ja, guck ich mal. It actually. Und das geht sogar noch. Quartz Advanced Coil, das geht auch noch. Das geht auch. Ja gut, das ist weit entfernt. Die könnte man theoretisch sogar angehen, die Teile. Aber ist halt, die sind halt sehr energielastig. Also da brauchst du ziemlich viel Strom für die Dinger. Okay. Und das haben wir noch nicht mit den drei Wasserrädern. Ah, okay. Wenn wir vielleicht noch 20 bauen, dann wird es vielleicht passen. Aber so viel. Ja gut, das Problem ist, die laden sich halt auf und du brauchst so und so viel RF in jedem Teil, um das Teil überhaupt zu starten. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es ist, aber mit drei Wasserrädern werden wir nicht weit kommen. Das reicht ja jetzt kaum für die Automatisierung, ne? Das reicht jetzt noch nicht mal. Theoretisch müsste ich noch mindestens 2 oder sogar 7 bauen, damit ich nochmal eine baue. Schokolade. Könnt ihr jetzt mal was anbeißen, ne? Irgendwas. Komm, Fischi, komm. Also mit der Angel dauert das echt lange, mit der normalen. Mit der Verzaubern geht das schneller, aber die haben wir ja nicht. Jetzt beißt doch mal an. Glück der See oder sowas, wie das Ding heißt. Ja, genau, Luck of the Sea heißt das. Ich habe einmal eine Angel gehabt, die war richtig gut. Da war dieses Mending auch drauf. Das war richtig gut. Das Ding, die ging nie kaputt. Leider gibt's von Tinkers. Tinkers Construct keine Angel. Das wäre geil. Also, ja. Nochmal 500 Lapis draufhauen, fertig. Ja. Dann auch das, dass sie nicht kaputt gehen kann und fertig. Ah, reicht der Autorepair eigentlich? Ja. Ist das denn eine Schnecke? In der Fischfalle war eine Schnecke. Aber wie gesagt, ich muss einen haben. Weil ich krieg keinen Squid. Weil die sind einfach zu weit weg, um dahin zu schwimmen. Bis ich da bin, bin ich tot. Locker.
Oder weißt du, was ich nehme jetzt im schwarzen Lotus draufgeschissen? Dauert doch noch ewig. Ja, toll, mit dem schwarzen Lotus kannst du gar nichts machen. Haha! Toll! Geht das? Ne, kannst nichts machen. Kannst U drücken, R drücken, alles, passiert nichts. Also kommt kein Rezept. Ja, den Nossel und den Stößel da, den habe ich da unten drin. Zeigt er da nicht normalerweise an? Das Rezept? Ich guck mal, ob das geht. Schwarzer Lotus ins Crafting-Feld reinlegen, dann kriegst du schwarze Farbstoff. Nö. Zeigt aber so an, aber das ist schwarze Lotus von. Schwarze Lotus von Actually Editions. Ja, eben, das ist der andere. Eine mystische schwarze Blume brauchst du dafür, den schwarzen Farbstoff. Ja, genau, manch nämlich. Okay. Das ist ja der Blöde. Ja, der schwarze Lotus von. Kohle bringt keinen schwarzen Farbstoff. Ne. Der schwarze Lotus von Botania ist nämlich das Ding, was Mana generiert, wenn er das in den Dingens reinschmeißt. In dem Mana-Pool. Weißt du, da bist du schon mittel im Meer und nachher hebt es echt eine Tinte. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, ist klar, wenn das Kruppzeug hier am Arsch der Welt ist. Die Tintenfische. So, wir haben jetzt auch ein Problem. Ich brauche Olive, Sonnenblumen, Karnevalnüsse oder Sesamöl. Komm, Fischi. Fischi! Fischi, beiß mal an. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das so lange gedauert hat, mit das Fische anbeißen. Selbst mit der normalen Angel. Ja, mir kam das nämlich vorher auch schon lange vor. Ja. Also, das kommt mir auf jeden Fall länger vor. Wir brauchen noch nur einen Kugelfisch, einen. Dann haben wir drei Water Breathing Potions. Wenigstens schon mal einen. Ist doch nicht zu viel verlangt, ey. Haben wir wieder nichts angebissen. Toll. Das ist mir zu doof, das Angeln. Da sind noch drei rohe Fische. Ich habe noch keine Strings mehr in der Kiste neben dem Wasserloch. Okay. Machen wir was anderes. Was haben wir noch für Quests? Warum habe ich einen Zombie gelaufen? Wo bist du denn her? Dreckschief, du. Hände drüber, wenn man immer gesehen hat. Ah ja, 14 Stück. So. Kein massiver Ausleier. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, die Quest wollte ich claimen hier mit den Kuchen.
Boah, kriegst du. Boah, schon wieder Köppe, ey. Was ist denn los mit euch? Wenn ihr wenigstens hinter uns steht, der hat bloß ein schönes Haus gekriegt. Jetzt haben wir das. So, die Quest. Ach, das ne, das ist Blood Magic, okay. Die, Will ich ach ja, mich da denn muss jetzt man. verarschen? Ernsthaft? So. Salz. Fällt mir jetzt noch. Wir haben. Biscuit and Query. Bratesoße. Ah, okay. Das kriegen wir hin. Mein Gott, das mit dem Salz, das Salz mache ich so lästig. Ja, mit dem Wasser, ne? Das ist echt nervig. Das war schon immer nervig, eigentlich, das Schalter, die Scheiße. Na komm her. So. Das. Das. Genau. So, Schneidebrett halt. Schneidebrett habe ich gesagt. So, dann war das auch. Jede Menge Cookies. Cookies. Och, wir hören das gar nicht auf. Mein Traube-Joghurt, Traube-Limonade, Berliner, gefüllte Aubergine, gegrillte Oh, Aubergine, alles Berliner. Gute. Gute Puh. Berliner. War schon wieder Iron Mesh, Wahnsinn. Kannst du eine Kiste bei dem Sieb hinten ran tun? Dahinter ist ein Sieb. Eine Kiste, da sind die ganzen Siebe drin. Weil da brauchst du ja, die verbrauchen sich ja. Am Autosieb. Ja, dahinter ist eins. In der Mauer, in der Wand. Siehst du. Ah. Da sind Meshs dran. Okay.
Weil die verbrauchen sich ja. Da habe ich gedacht, machst du mal eine Kiste dahinter, damit das auch durchläuft, das Ding. Erstmal. Magst du einen Creeper-Keks? Nee. Weiß auch nicht, ob der explodiert, wenn der Ja, nicht, eben, gell? deswegen. Nö. Na, er explodierte und dann sitzen wir hier komplett im Wasser. Aber das ist Also einfach so. es ist kein Schwarzpulver oder Schießpulver oder sowas drin, es ist nur grüner Farbstoff drin. Trotzdem bin ich da nicht so Ja. ganz sicher. Also theoretisch darf nichts passieren. Probe ist da auch schon. Und die alle zur Rosine machen. Probe. Wir haben Kugelfische. Ich glaub's nicht. Was? Zwei Stück sogar. War cool, cool, genau cool. Ja! Immer braun. Mach aber leer 8 Minuten trinke. Ja, hab ich vor. Geht doch, mein Gott. Danach kriege ich auch ein oder zwei. Traube Marmelade. Du kannst sogar drei haben, weil wir haben zwei Fische. Okay. Redstone brauche ich dann noch. Aber die Folge ist dann jetzt auch gleich vorbei, deswegen werden wir dann, denke ich mal, nächste Aufnahme machen. Mit dem mal draußen und ich werde dann einen Tintenfisch holen. Ich bin auch gerade am Botania Raum am Bauen. Schon. Und ich habe schon wieder Leck. Bis jetzt das Level so Und ja, ich stillstand. warte jetzt nur mal kurz. Hoffentlich fängt er sich wieder. Bis jetzt geht noch gar nichts. Ich weiß aber nicht, warum Master jetzt Du wieder bist hat. rausgeflogen. Sehe ich gerade. Ja, ich habe jetzt auch Untergrundbild, ja. Aber ich will jetzt die Aufnahme nicht abbrechen, weil wenn ich jetzt abbreche, dann sage ich mir auch nicht am Arsch. Dann warte, ich Ich warte hoffe, dass eben. er sich irgendwie wieder fängt. Also müsste ich halt einfach mal bei meiner Hose weiter gucken. Also wenn es jetzt noch aufnimmt bei mir, wenn nicht, nachher, das ist bei meiner Hose. Verbindung unterbrochen. Okay. Zurück zur Serverauswahl. Server Rechenschaftlichkeiten. betreten. Ich hoffe, dass meine Aufnahme jetzt nicht geschrottet hat. Ach, eine Pure Daisy brauche ich. Na ja, gut, da kriege ich ja hin. So. Wieder da? Ja. Okay, dann kann ich ja jetzt dann, denke ich mal, beenden, ne? Was denn? Lässt du mich auf das Server zum Folgen beenden. Ja, ich Da. wollte natürlich nur erwarten, dass da nicht, dass da irgendwas ist bei dir. Du Deswegen habe bist ich eben ja, da haben wir nachgewartet. harte He. Jetzt lass mich noch kurz die Marmelade machen. Ja. So fertig. Aber mir kann ich beenden. Gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, guckt beim Schwabe rum. Link wie immer in die Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.